Herzlich willkommen bei Orca Chess. Hier kommt auch schon Runde 2 gegen Stockfish. Dieses Mal Stufe 2. Okay, wir haben wieder die weißen Steine zugelost bekommen. Probieren wir es nochmal mit E4. Auch wenn es taktisch ist. Es kommt D6. Das kann jetzt viel werden. Das kann jetzt irgendwie Philidor werden. Das kann Pirk werden. Modern Defense. Schauen wir mal, was er auf D4 bringt. Okay, Springer F6. Springer C3. Okay, das ist jetzt so eine, wahrscheinlich so ein hypermodernes Philidor. Mit Springer. Die Frage ist jetzt, kann ich hier D5 spielen? Und wenn er dann hier hingeht, auf E5, kann ich dann F4 spielen. Das probieren wir einfach. Das sieht spannend aus. Er geht einfach zurück. Wahrscheinlich möchte jetzt irgendwie meine Bauernketten so aufsprengen mit E6 und C6. Ich probiere jetzt mal das mit dem Pfeilen. Muss man irgendwie lernen, gell? Zack. Genau so. Wahrscheinlich ist das eine Idee hier mit dem Zug. Ich spiele jetzt mal Springer F3. Ganz normale Entwicklung. Jetzt kommt Läufer D7. Was spielt man hier? Also man könnte zum Beispiel auch A4 spielen und versuchen, so diesen Damenflügel einzuschnüren. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass Läufer D3 hier ein solider Zug ist. Einmal um den Bauern hier zu decken, prophylaktisch, und den Springer zu entlassen, dass der auch wieder ziehen kann. Okay, jetzt kommt der Kettensprenger mit E6. Noch muss ich ihn nicht nehmen. Noch kann ich jetzt einfach rochieren. Und falls er jetzt nimmt, öffne ich schön die E-Linie. Okay, er schließt die Stellung komplett. Wenn er jetzt versucht hätte, in einem Zug E5 zu spielen, hätte ich noch die Option gehabt, en passant zu schlagen. Wie sieht es jetzt hier aus? Mach mal hier mal den Zug H3, um Läufer G4 oder Springer G4 zu verhindern. Und nachdem H3 gespielt worden ist, ist es häufig möglich, Läufer E3 zu spielen. Weil ohne H3 kann immer geärgert werden mit Springer G4. Und so kann man das prophylaktisch verhindern. Man merkt jetzt schon, die Partie hat jetzt deutlich mehr Qualität wie Stufe 1. Gut, Weiß steht angenehm, würde ich sagen, aber es ist eigentlich nicht so viel los. So, jetzt probieren wir mal den Damenflügel einzuschnüren. Und er macht C5. Ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt nichts mache, dann steht es halt alles geschlossen. Und ich habe sehr wenig. Wenn ich jetzt die Schlag entwickelt, aber ziemlich gesund sein Springer. Dafür ist aber sein Bauer auf D6 rückständig und langfristig eine Schwäche. Das Problem ist, an A4 ist quasi, wenn ich jetzt Schlag und einen Springer nimmt, das Feld B4 schwach und auch interessant für seinen Springer. Also es ist jetzt schon gut, ist eigentlich ziemlich gut gespielt von ihm, finde ich. Jetzt einfach am Damenflügel weitermachen oder hier schlagen. Wenn ich jetzt. Wir schlagen jetzt mal nicht und sagen, okay, der Springer steht jetzt irgendwie komisch und hat eine ziemlich schwere Zeit, sich zu entwickeln. Schnüren wir weiter den Damenflügel ein. Gut, der Stockfish ist auch schnell. Gell? Ich habe schon über 3 Minuten nachgedacht und die Maschine einfach zack. Gerade mal nicht mal 40 Sekunden überlegt und hier schon so viele Züge gemacht, 11 Züge. Absolut krass. Okay. Springer B5 macht, glaube ich, nicht so viel Sinn. Turm B1 ist auch. Zweischneidig. Okay. Turm E1 vielleicht. Oder mit F4 spielen. Also Springer H2 und F4. Das Problem ist halt, er hat auch ziemlich Druck auf den Bauern hier. Aber F4 ist halt auch so ein Befreiungsschlag.
Was auch interessant ist, ist vielleicht Springer D2 zu spielen und Springer auf C4 zu pflanzen. Erstmal positionell zu spielen. Das scheint mir seriös zu sein. Seriöser als als schnell mit F4 irgendwie überhetzten Angriff zu starten. Weil dieses Feld sieht eigentlich gesund aus. Das ist ein gesundes Feld. C4 ist ein gesundes Feld für den Springer. Das erinnert jetzt auch ein bisschen so an diese Benoni-Strukturen, wo man auch immer, oder Wolga Gambit, wo man auch immer gern in bestimmten Nebenvarianten den Springer hier hin umgruppiert. Und das ist eigentlich ganz schön. Jetzt könnte man F4 spielen, weil jetzt hat er den Turm wieder auf F8 gespielt und ich habe weniger Druck auf den Bauern. Das ist die Frage, jetzt kann man auch Dame D2 spielen und einfach mal antäuschen. Baller ich jetzt hier mal raus oder spiele ich direkt F4? Ich glaube, F4 ist ziemlich gut. Gerade solche Züge wie F4, das sind Züge, die irgendwie die Struktur ändern. Die Struktur verändern von der Stellung. Und wenn man halt viel gut entwickelt ist, alles steht eigentlich sehr gut. Und von Weiß steht bisher eigentlich jede Figur ziemlich gut entwickelt. Ist es häufig so ein Schlüsselzug, um wirklich auch ja, einen stabilen Vorteil und Aktivität in der Stellung zu bekommen. Und hier würde ich sagen, hat Weiß einen stabilen Vorteil. Okay. So, jetzt habe ich die F-Linie schon mal geöffnet. Das ist schon mal schön. Das macht die Opfer schon mal wahrscheinlicher. Was er jetzt möchte, er möchte Springer D7 spielen und neuen Verteidiger an den Königsflügel umgruppieren. Weil die Frage E5 macht jetzt noch keinen Sinn. Direkt noch nicht. Dame F3 ist wahrscheinlich ein spielbarer Zug. Dame D2 aber auch. Ich bin halt auch so ein Typ, der gerne mal hier opfert auf H6. Ich weiß nicht, wie seid ihr drauf? Seid jetzt eher die Leute, die Dame F3 spielen, langsam umgruppieren, die Sachen zum Königsflügel bringen oder auch mal bereit sind, meine Figur zu opfern, um den König zu schwächen? Dame D2. Irgendwie sagt mein Gefühl, dass Dame F3 der stärkere Zug ist wie Dame D2, aber Dame D2 macht vielleicht mehr Spaß, weil das Opfer ziemlich wahrscheinlich wird. Langfristig. Spielen wir jetzt den. Riskieren was. Es kommt Springer A6. Mit dem habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Was möchte da rein? Okay. Ist auch ein valider Punkt. Jetzt opfern geht noch nicht, oder? Zack, zack. Wo es auch schon brutal gefährlich aussieht, das Opfer. Ich muss echt sagen, das sieht richtig gefährlich aus. Aber so richtig. Gut, man kann es ja vorbereiten. Also, es ist auch immer so ein Ding. Also, häufig opfert man zu früh. Und manchmal, wenn man eine Stellung hat, die opferfähig ist, heißt es auch nicht, dass man direkt opfern muss. Das Opfer läuft häufig auch nicht davon. Kann man es auch vorbereiten mit Turm F3. Ich denke, Turm F3 ist nicht schlecht. Wegen den Turmschwenks. Also, dann wird das Opfer immer stärker. Aber wenn ich schlag, kann ich auch über die G-Linie so einen Turmschwenk, oder genau, über die dritte Reihe meine ich, nicht G-Linie, auf G3, Turm G3 dann Turmschwenk spielen. So, jetzt greift er den Läufer an. Das könnte man auch ignorieren, oder? Gut, jetzt haben wir den Läufer, Läufer E2 ist ja wieder das, Läufer E2 ist der seriöse Zug, würde ich sagen. Einfach die Figuren behalten. So ein bisschen Action geladen wird Turm F1. Oh, na. Das hat mich verzogen. Oh, nee. Jetzt habe ich rumgeklickt und wollte was zeigen. Gut, okay. Aber die Stellung ist immer noch gut. So, jetzt spielt er G5. Ja, das schreit ja eigentlich jetzt nach einem Opfer, oder? Steht der Läufer halt ja richtig dämlich auf F1. Also das war jetzt kein beabsichtigter Zug, aber damit muss man jetzt einfach klarkommen. Das kann auch gegen die stärkste Schachmaschine passieren, dass man mal einen Mauslip hat. Wenn ich hier schlage, Schach. Nee, schlägt Schach. König H7. Schach und dann den Turm auf G3 wieder. Sieht sehr stark aus. Also es sieht gut aus, ja. Ich bin gespannt, ob er das Opfer überhaupt annimmt. Er lehnt es sogar ab. Er merkt, okay, das ist ziemlich gefährlich, das Opfer. Wenn er es ablehnt, dann stehe ich ja richtig gut. Dann habe ich eigentlich gar keine Sorgen mehr hier, oder? Wenn ich jetzt. Gut, eigentlich gehört der Läufer hier hin und dann kann ich Turm AF1 spielen.
was die Stellung sehr harmonisch macht. Das mache ich jetzt auch, weil es einfach, da gehört der Läufer hin und der Turm geht da, gehört dahin. Und dann ist es echt eine tolle Stellung. So, jetzt spielt er den. Jetzt ist er wirklich auf Rampage aus. Jetzt kann ich doch einmal zwischentauchen und den Springer schlagen. Das machen wir, oder? Die Dame ist jetzt angegriffen, temporär. Und danach kann ich den Springer schlagen auf G4. Und das ist doch wieder nochmal eine Figur. Das ist eine Figur, die ich da gewonnen habe. Und ich habe noch diesen tollen Angriff. So, wie macht man das jetzt? Turm G3 sieht gut aus, auf jeden Fall. Turm F6 sieht auch sehr stark aus. Also was mir am Turm F6 sehr gut gefällt, ist, dass Turm F6 den Schwarzen lähmt. Also er kann nicht zu F5 spielen, kann kein F5 spielen und schwierig, nur schwer Verteidiger zum König zu bringen. Deswegen ist es, ich glaube, das ist ein sehr starker Zug, weil ich jetzt auch schöne Felder bekomme. Dame nach G5 Schach und so weiter. Genau, ist der einzige Zug, um das zu verhindern, das Dame G5 Schach. Problem ist aber, die Dame steht auf dem Feld, das mein Springer kontrolliert. Das heißt, ich kann jetzt eine ganze Dame schlagen. Und das ist natürlich gut für mich. Und jetzt kommt es, genau. Dieses Feld ist einfach da. Dame G5 Schach. Und dann muss er rüber, dann kommt Turm H6. Schachmatt, oder? Oder täusche ich mich da? Nee, das ist Schachmatt. Hui. Okay. Also war auf jeden Fall eine zähere Partie. Lief trotzdem eigentlich ganz gut. Stockfish Level 2. Stockfish AI Stufe 2. Ich bin gespannt, was mich bei Stufe 3 erwartet. Und ich würde sagen, ihr dürft nicht vergessen, Chess is King. Und bis zum nächsten Mal bei Orga Chess.